Herzlich willkommen bei Quarks & Co. Schön, dass Sie bei uns sind. In 6 Tagen beginnt die große Klimakonferenz in Paris. Klima? Nun, dieses Bild macht es eigentlich schön deutlich. Hier erkennt man die Erdatmosphäre. Ganz dünn, aber genau darum geht es. Und Paris wird eine Konferenz der Superlative, natürlich mit extremen Sicherheitsvorkehrungen. Und man muss sich vorstellen, da treffen sich 50.000 Teilnehmer, 196 Nationen. Und auch in der Vergangenheit gab es zwar Klimakonferenzen, man denke an Rio oder an Kyoto, aber das Neue an Paris ist, alle Nationen gemeinsam sind gefordert, wir brauchen endlich einen Klimavertrag. Warum? Wir Menschen durch unsere Industrie, wir verändern dieses Klima, machen unseren Planeten zunehmend zu einem Backofen. Und genau das müssen wir verhindern. Nun, jede Nation hat da so ihre Interessen. Und wenn man hinter die Kulissen blickt, dann merkt man, das ist eigentlich ein Klimapoker. Das Pokern um knallharte Interessen ist ein riskantes Spiel. Nächste Woche in Paris geht es ums Ganze. Wer darf wie viel CO2 in die Luft jagen? Wer muss runter vom Gas? Und wer zahlt die Zeche? Ein Spiel, das alle angeht und alle mischen mit. Mehr als 50.000 Zeugen wird der größte Klimapoker aller Zeiten haben. 196 Parteien sitzen am Tisch. Sie gruppieren sich beim Ringen um den Weltklimavertrag in 6 große Lager. Die Einsätze müssen vor Beginn auf den Tisch. Angie spielt im Team Europa. Große Klimasünder seit vielen Jahrzehnten. Aber sie wissen, wir sind am Limit. Sie haben kapiert, eine lebenswerte Zukunft gibt es nur, wenn alle weniger qualmen. Außerdem ist Klimaschutz ein gutes Geschäft, wenn man seine innovative Umwelttechnik auf dem Weltmarkt verkaufen kann. Mojib aus Indien. Er spielt für alle die, die erst seit kurzem die Luft verpesten. Für die sogenannten BRICS-Staaten, Schwellenländer wie Brasilien, Indien und Südafrika. Staaten, die man ernst nehmen muss. Seit Jahren werden sie reicher, mächtiger und hungriger nach Energie. Daneben Nitin, der ewige Loser, hat von allen die schlechtesten Karten. Ihm steht das Wasser bis zum Hals. Im wahrsten Sinne. Er spielt für die kleinen Inselstaaten. Bahamas, Fidschi, Seychellen, Tuvalu. Nicht nur Urlaubsparadiesen droht der Untergang. In meinem Herzen möchte ich für immer in Tuvalu bleiben. Wir haben noch nicht entschieden, wann, aber meine Familie und ich, wir werden wohl gehen. Jetzt oder nie. Nitin rechnet mit dem Schlimmsten. Hat sowieso nicht mehr viel zu verlieren. Und er hat auch kaum Chancen, das Blatt zu wenden. JR hat viel zu lange das Spiel blockiert. Reich, mächtig, schon immer ein starker Raucher. Scheint plötzlich zum Fairplay bereit. Die Vereinigten Staaten haben das Problem mitgeschaffen und werden dafür Verantwortung übernehmen. Hinter den USA stehen auch Australien, Kanada, Russland und die Ukraine. Sie alle sind von der schwarzen Droge abhängig und glauben teilweise immer noch, dass sie ohne sie nicht überleben können. JR ist nicht mehr der größte Qualmer am Tisch. Das ist jetzt er, Wei, der Chinese. Schon länger fällt China das Atmen schwer. Sie haben erkannt, die Zukunft liegt nicht bei Öl und Kohle. China ist inzwischen sogar der größte Produzent von erneuerbaren Energien. Wei spielt aber auch für Ngugi, fühlt sich berufen, für die Interessen ärmerer Länder einzutreten. Weil China selbst bis vor kurzem noch Entwicklungsland war. Aber auch, weil hier neue Absatzmärkte locken. Die neue Supermacht lässt sich aber ungerne drängen. Wir machen das, was wir tun müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir machen schon Dinge, die andere nicht machen. Welches Recht habt ihr, uns zu kritisieren? Vielleicht wird China in Paris sogar zur Supermacht beim Klimaschutz. Im Gegensatz zu ihm, Mohammed, dem Ölhändler.
Es könnte sein letztes Spiel sein, trotz gezinkter Karten. Unser Vertrauen in die Klimawissenschaftler und deren Erkenntnisse ist zutiefst erschüttert. Zumal es hier um ein Abkommen geht, das die Wirtschaft schwer belasten wird. Bei den Klimaverhandlungen treten sie immer noch als Entwicklungsländer auf, obwohl die Ölstaaten die höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt haben. Und das soll auch so bleiben. Es geht um viel in diesem Spiel, um viel Qualm. Rund 1000 Gigatonnen Kohlendioxid dürfen alle zusammen bis Ende des Jahrhunderts noch in die Luft blasen. Mehr nicht, damit es hier nicht zu warm wird. Mehr als 2 Grad Celsius sind nicht mehr drin. Der Klimapoker von Paris wird entscheiden, wer darf wie viel in die Luft pusten. Und wer muss seinen Einsatz erhöhen? Damit das Spiel hier auf der Erde noch möglichst lange weitergehen kann, muss mehr Geld auf den Tisch und gerecht verteilt werden. 100 Milliarden Dollar pro Jahr sollen die Reichen an die Armen zahlen, damit auch sie im Spiel bleiben. Höchste Zeit, mit offenen Karten zu spielen. Keine Tricksereien mehr. Wer blufft, ist raus. Schön wär's. Doch es geht um etwas, und das ist wirklich wichtig. Denn die mittlere globale Durchschnittstemperatur geht immer mehr nach oben. Ich zeige Ihnen das. Das ist, wenn man so will, die Fieberkurve unseres Planeten. Und man sieht hier im Zeitraum von 1880 bis heute, wie diese Durchschnittstemperatur immer mehr ansteigt. Und viele Wissenschaftler sagen, wenn das so weitergeht, dann kommt es zu vielen Katastrophen. Also wir brauchen eine Beschränkung. Und genau das ist das oft zitierte 2-Grad-Ziel. Nun, die Wissenschaft ist sich einig, aber die Frage ist, ist dieses 2-Grad-Ziel überhaupt noch zu schaffen? Das Klima unserer Erde spielt sich in der dünnen Schutzschicht unseres Planeten ab. Der Mensch ist dabei, die Atmosphäre unumkehrbar aufzuheizen. In diesem Sommer beschworen deshalb die Regierungschefs der führenden Industrienationen ein eigentlich altbekanntes Ziel. Wir wollen sicherstellen, dass alle Länder in die Lage versetzt werden, Entwicklungspfade einzuschlagen, damit die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel. Für Deutschland wird dieses Ziel in Paris auch vom Staatssekretär des Umweltministeriums vertreten werden. Das 2-Grad-Ziel ist die Grundlage für unsere gesamten Verhandlungen. Und der Vertrag, der Klimavertrag in Paris, wird sich daran messen lassen müssen, ist er geeignet, dieses Ziel zu erreichen, ja oder nein. Bislang wirtschaftet die Menschheit noch so, als würde es kein 2-Grad-Ziel geben. Der CO2-Anteil in der Luft steigt ungebremst immer weiter an. Die Folge? Schon jetzt eine weltweite Temperaturerwärmung um fast 1 Grad. Das 2-Grad-Ziel kann deshalb nur noch mit einem radikalen Umbau erreicht werden. Wir müssen die Weltwirtschaft im Laufe dieses Jahrhunderts dekarbonisieren. Das heißt, wir müssen auf den Einsatz fossiler Energien verzichten und die Weltwirtschaft am Ende dieses Jahrhunderts komplett erneuerbar organisiert haben. Denn der Klimawandel ist bereits in vollem Gange. Das arktische Eis etwa schmilzt schneller, als es die Klimaforscher vorhergesehen haben. Es gibt verstärkt Dürren in einigen Regionen, in anderen mehr Überschwemmungen, insgesamt mehr extreme Wetterereignisse. Um solche Katastrophen zu begrenzen, sollte schon vor der Pariser Klimakonferenz jeder Staat der Erde melden, wie stark er seine klimaschädlichen Emissionen senken wolle, damit die Erderwärmung unter 2 Grad bleibt. Statt ohne Gegenmaßnahmen, um mehr als 4 Grad anzusteigen. Ende Oktober ist Jochen Flaßbart bei der Vorstellung des UN-Berichts dabei. Reichen die von den Staaten gemeldeten Maßnahmen zusammengezählt schon aus, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen? Analysen zeigen, dass die bisherigen Klimaschutzziele und Planungen bei 2,7 Grad Temperatursteigerung landen würden. Das ist besser als 4 oder 5 Grad und schlechter als 1,5 oder 2 Grad. Aber wir müssen erkennen und wir können erkennen, dass wir eine positive Dynamik durch den Verhandlungsprozess jetzt schon ausgelöst haben.
Jochen Flasbart, früher Chef des Umweltbundesamtes, sieht das Ergebnis dennoch kritisch. Ich will betonen, dass diese 2,7 Grad gleichwohl noch nicht der Endpunkt sind und dass sie auch nur erreicht werden, wenn tatsächlich das, was an Planung vorliegt, dann auch umgesetzt wird. Und dass das nicht immer ganz leicht ist, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Das heißt, diese 2,7 Grad sind noch nicht sicher. Aber wären nicht 2,7 Grad noch tolerabel? Sicher ist, dass jede Erwärmung über 2 Grad der Menschheit erhöhte Risiken bringt. Zumal die Durchschnittstemperaturen dabei regional auch über 5 Grad steigen können und die Klimaveränderungen über viele Jahrhunderte das Leben auf der Erde prägen werden. Ich halte von Aufweichung des 2 Grad hier gar nichts. Wir haben uns das fest vorgenommen, und zwar aus guten Gründen, weil die Wissenschaft uns empfohlen hat, dies als Messlatte zu nehmen und dies anzustreben, um die Auswirkungen des Klimawandels noch in den Griff zu bekommen. Schon vor Jahren haben Klimaforscher berechnet, dass eine sofortige Senkung der Treibhausgasemissionen auch wirtschaftlich Sinn macht. Teurer hingegen wäre es, so weiterzumachen wie bisher. Doch genau in diese Richtung ist die Menschheit bisher gegangen. Auf diesem Weg verfehlt sie das 2-Grad-Ziel und damit die Chance, den Klimawandel auf der Erde wirksam zu begrenzen. Tja, langfristige Ziele und kurzfristige Interessen stehen in einem direkten Konflikt und das macht die Klimadebatte so schwierig. Nun, in Sachen Klima gibt es ja zum Teil Stimmen, die sagen, von wegen, der Mensch beeinflusst den Klimawandel. Klimawandel hat es doch auch in der Vergangenheit gegeben. Stimmt, Klimawandel ist nichts Neues. Vor gut 4 Milliarden Jahren war die Erde noch die reinste Hölle. Damals war es für eine Atmosphäre noch viel zu heiß. Ein Bombardement von Gesteinsbrocken und Eiskometen prasselte aus dem All herab. Langsam kühlte der Planet ab und Vulkanausbrüche hüllten ihn in einen Mantel aus Kohlendioxid, Wasserdampf und giftigen Gasen. Das Klima auf der Erde glich einer heißen Waschküche mit saurem Dauerregen. Aus dem Wasser, das die Kometen auf die Erde brachten, entstand der Urozean. Und in ihm bildeten sich an heißen Tiefseequellen erste Formen von Leben. Dann, vor etwa 3 Milliarden Jahren, tauchten ganz besondere Lebewesen auf, Cyanobakterien. Sie entwickelten die Photosynthese. Aus Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid machten sie Zucker und Sauerstoff. In Schleimteppichen und steinartigen Kolonien bedeckten sie 2,5 Milliarden Jahre lang die Erde. Sie produzierten so viel Sauerstoff, dass sich am Rand der Atmosphäre eine Ozonschicht bildete, die das UV-Licht der Sonne abschwächte. Sauerstoff zum Atmen und Schutz vor der UV-Strahlung, die Bedingungen für Leben, wie wir es kennen. Doch dann, hunderte Millionen Jahre später, kam es zu einer Katastrophe, die beinahe alles Leben vernichtete, die Erde fror ein. Der Grund? Die Cyanobakterien hatten fast das gesamte Kohlendioxid verbraucht. Die Temperaturen sanken mancherorts unter minus 60 Grad. Für 100 Millionen Jahre fiel die Erde in einen tiefen Winterschlaf. Nur am Äquator überlebten Organismen. Doch im Inneren der Erde brodelte es weiterhin. Vulkane schleuderten neues Kohlendioxid in die Luft. Ein Supertreibhauseffekt heizte das Klima extrem auf. Und in dem badewannenwarmen Urozean explodierte das Leben. 100 Millionen Jahre später eroberten die Pflanzen das Land. Wälder wuchsen, aus denen später Kohle und Öl entstanden. Wieder wurde das CO2 knapp, weil es die Bäume zum Wachsen brauchten. Gigantische Pflanzen entstanden, adlergroße Insekten und die größten Landtiere aller Zeiten, die Dinosaurier. Erst als ihre Ära zu Ende ging, näherte sich die Luft ihrer heutigen Zusammensetzung. Schwankungen im CO2-Gehalt sind seitdem immer wieder mit Klimaveränderungen verbunden. Lufteinschlüsse in Eisbohrkernen belegen, wie das Kohlendioxid die Temperatur auf der Erde immer wieder rauf und runter regelt.
Während der letzten 2 Millionen Jahre folgte ein Klimawandel auf den anderen. Auf 90.000 Jahre kalte folgten meist 10.000 warme Jahre. Bis vor 150 Jahren der Mensch auf die Idee kam, Kohle und Öl aus der Erde zu holen und so die Überreste der urzeitlichen Wälder in Brennstoff zu verwandeln. Die Ursache für den jetzigen Klimawandel. Der wahrscheinlich wichtigste Termin in Sachen Klimaschutz in den vergangenen Jahren war kein Klimagipfel, sondern ein Staatsbesuch. US-Präsident Barack Obama besucht im November 2014 China und trifft in Beijing auf den Staatspräsidenten Xi Jinping. Und die Amerikaner machen Folgendes: Sie legen plötzlich Zahlen vor, und zwar Zahlen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, und damit irritieren sie die Chinesen, denn die sollten jetzt auch Zahlen vorlegen. Nun, es gab tatsächlich eine Irritation. Warum? Jahrelang sagte auch China, wie übrigens auch andere Länder, naja, wenn die Amerikaner sich nicht bewegen, warum sollen wir etwas tun? Nun, in den USA hat sich inzwischen etwas geändert, und das soll auch in Paris anders werden. Im Herbst 2015 erklärte der amerikanische Präsident klar und deutlich, dass die USA bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Jahr muss die Weltgemeinschaft in Paris eine Vereinbarung treffen, diesen einzigartigen Planeten zu schützen, solange es noch geht. Doch der Kongress müsste einem Klimavertrag zustimmen. Hier haben die Republikaner die Mehrheit, und die meisten von ihnen leugnen den Einfluss des Menschen auf den Klimawandel. Es ist anmaßend zu glauben, der Mensch könne das Klima verändern. Es hat sich schon immer geändert. Alles eine Erfindung der Vereinten Nationen und des Weltklimarats. Ein unglaublicher wissenschaftlicher Skandal. Die Gefahr ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Schon einmal, im Dezember 1997, erklärte sich die US-Regierung im japanischen Kyoto bereit, einen Klimavertrag zu unterschreiben. Die Vereinigten Staaten bekennen sich klar zu einem starken, verbindlichen Reduktionsziel, und zwar in einem Maß, das stärker ist als alles, was andere Staaten hier anbieten. Doch der Vertrag von Kyoto wurde 4 Jahre lang nicht ratifiziert. Dann im März 2001 der Todesstoß. Das Kyoto-Protokoll war grundsätzlich falsch. Wenn wir es umsetzen würden, gingen Arbeitsplätze verloren. Und die Preise würden steigen. Über Jahre blockierte der amerikanische Kongress zusätzlich auch alle nationalen Klima- und Energiegesetze. Doch jetzt will Barack Obama den Ausstoß amerikanischer Kraftwerke drosseln, am Parlament vorbei. Der Trick: Er erklärt CO2 zu einem Luftschadstoff. Heute verursachen unsere Kraftwerke ein Drittel der amerikanischen Kohlenstoffverschmutzung. Das führt zum Klimawandel und zu schlechter Luft für unsere Kinder. Ich habe das Bundesumweltamt angewiesen, erstmalig landesweite Grenzwerte einzuführen, diese Verschmutzung einzudämmen. Doch keiner der republikanischen Spitzenkandidaten unterstützt diesen Kurs. Wird einer von ihnen Anfang 2017 Präsident, kann er die Verordnungen Obamas wieder kippen. Der Präsident führt einen Krieg gegen fossile Brennstoffe, und seine Umweltbehörde erlässt zügellose Auflagen. Nur noch 2 Jahre. Wir können die Obama-Regierung überleben. Die Amerikaner sind schon ein bisschen seltsam. Das wird auch deutlich, wenn man zum Beispiel die Frage stellt: Haben wir Menschen einen Anteil am Klimawandel? In Deutschland ist es so, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung sagt, ja. Stellt man dieselbe Frage in den USA, dann sind das nur die Hälfte der Bevölkerung. Also die Hälfte zweifelt daran. Und es ist noch spannender, wenn man
den Unterschied betrachte zwischen den Republikanern und den Demokraten. Bei den Demokraten sagen immerhin noch 70%, ja, wir Menschen haben einen Anteil daran, am Klimawandel. Aber bei den Republikanern nur 40. Also der größte Anteil der Republikaner sind Klimaskeptiker. Da muss man sich schon fragen, was ist da los in den USA? Und genau das wollte ich wissen und habe Kontakt aufgenommen mit einer Wissenschaftlerin der renommierten Harvard-Universität. Die hat sich nämlich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ich habe mich mit Naomi Oreskes auf ein Skype-Gespräch verabredet. Bei ihr in Harvard ist es jetzt 10 Uhr morgens, bei mir nachmittags. Hi now. Hello, good morning or good afternoon. You analyzed thoroughly. Sie haben die wissenschaftliche Literatur zum Klimawandel analysiert und festgestellt, dass es einen großen Konsens gibt. Aber in Ihrem Buch Die Händler des Zweifels hat dieses Bild eine Schlagseite. Die Geschichte, die wir aufgedeckt haben, zeigt, dass es am Anfang nur eine Handvoll Männer waren, die begannen, den Klimawandel zu leugnen. Und nicht nur den Klimawandel. Davor haben sie die Gefahren des Rauchens geleugnet, den sauren Regen und das Ozonloch. In jedem dieser Fälle haben sie die wissenschaftlichen Belege angezweifelt, auf immer gleiche Art und Weise. Es gab also das gleiche Muster beim Rauchen wie beim Klimawandel? Der Schlüsselbegriff ist Zweifel. Sie säen Zweifel, sie fabrizieren Zweifel. Darum nennen wir sie die Händler des Zweifels. Aber wer sind diese Händler des Zweifels? Zweifel erzeugt man, indem man eine Kontroverse inszeniert. Die Tabakindustrie hat das vorgemacht und die Klimaleugner haben dann ebenfalls Wissenschaftler rekrutiert, um eine Scheindebatte anzuzetteln. Einer der wichtigsten Köpfe hier in den USA war Fred Seitz, der ehemalige Präsident der Akademie der Wissenschaften. Ein Mann mit Gewicht, der aber nie zum Klima geforscht hat. Aber warum hat er da mitgemacht? Das waren kalte Krieger, stramme Antikommunisten, die befürchteten, dass der saure Regen, das Ozonloch oder der Klimawandel der Regierung erlauben würde, das Leben der Amerikaner zu reglementieren. Eine Art Sozialismus durch die Hintertür. Das Problem ist, andere Kräfte machten sich diese Kampagne zunutze. Die Ölindustrie finanzierte sogenannte Denkfabriken und konservative Medien sprangen auf und nutzten das für ihre Ziele. Also es fing damit an, die Fakten zu leugnen, die Wissenschaft anzuzweifeln und eine Scheindebatte zu inszenieren. Aber dann wurde es richtig schmutzig. Angriffe auf Wissenschaftler? Ich bekam Hassmails. Andere Wissenschaftler wurden verklagt, ihre E-Mail-Konten gehackt, private Unterlagen veröffentlicht. In den Medien begann eine Schlammschlacht. Wissenschaftler wurden als Betrüger dargestellt. Der Klimaforscher Michael Mann sogar als Kinderschänder verunglimpft. Wirklich widerliche Kampagnen mit dem Ziel, Wissenschaftler zu diskreditieren und damit ihre Wissenschaft. Mit Paris vor Augen und ihren Analysen im Kopf, resignieren Sie da? What is your feeling? Is it sort of resigning? So in a deep moral sense, I don't feel I have the right. Ich verbiete mir zu resignieren. Ich muss und will meinen Teil beitragen. Und das bedeutet, als Wissenschaftshistorikerin diese Geschichte über die Klimaleugner zu veröffentlichen. Die Welt muss jetzt handeln. Ich wünschte, die USA würden vorausgehen oder wenigstens dabei sein. Wenn die USA das aber nicht tun, dann eben der Rest der Welt. So denke ich über Paris. So I guess that's how I'm thinking about Paris. Okay. Okay. Vielen Dank. Danke für die Fragen und das angenehme Gespräch. Okay. Bye bye. Das Schockierende ist nicht nur, dass über Jahre hinweg Lügengeschichten verbreitet wurden, sondern dass seitdem Naomi Oreskes diese öffentliche Verschwörung aufgedeckt hat, eigentlich nichts passiert ist. Und es muss was passieren. Das wird deutlich, wenn man sich
den CO2-Ausstoß der letzten 25 Jahre anschaut. In dunkelblau sehen wir hier die Industrieländer, also Nationen wie Deutschland. Also das ist relativ konstant. Aber die sogenannten Entwicklungsländer, die kommen dazu. Und da sieht man, da steigert sich das Ganze. Und wir reden hier von wirklich gigantischen Mengen an CO2. Und diese Steigerungen hängen zum Beispiel auch mit dem Wachstum zusammen. Nehmen Sie China, wir haben das mal hier rot markiert und man merkt, seit 1990 ist China kein Entwicklungsland mehr. Es entwickelt sich immer mehr hin zu einer Industrienation. Also in anderen Worten, bei Klimaverhandlungen ist es nicht mehr nur die Sache der Industrieländer, sondern aller Nationen. Alle müssen hier etwas tun. Nun sagen natürlich gerade Länder wie China, Indien und so weiter, Moment mal, ihr reichen Nationen, ihr habt 100 Jahre lang eigentlich alles gemacht, das wollen wir auch. Wir wollen auch Mobilität, wir wollen Wachstum, wir wollen Wohlstand. Ihr müsst eigentlich das Pro-Kopf, den Pro-Kopf-Ausstoß betrachten. Nun, wenn man das tut, auch interessant, der Trend. 1990, da stieß der durchschnittliche US-Bürger pro Jahr, halten Sie sich fest, fast 20 Tonnen CO2 in die Erdatmosphäre. Nun, der Europäer gerade mal die Hälfte. Aber seitdem hat sich einiges getan, eine Reduktion von 16 bzw. 20%. Und wenn man jetzt Länder wie zum Beispiel China oder Indien betrachtet, 1990 waren sie in Sachen Klima eher noch Zwerge, aber der industrielle Fortschritt von China und von Indien, der zeigt sich eine fast Verdreifachung innerhalb dieses Zeitraums. Also man muss sich das klar machen, inzwischen ist es so, dass ein durchschnittlicher Chinese fast so viel CO2 in die Atmosphäre ausstößt als der durchschnittliche Europäer. Und dieser Trend geht immer noch weiter. Und damit wird klar, das 2-Grad-Ziel, das lässt sich nur erreichen, wenn genau dieser Trend gestoppt wird. Der Wohlstand vieler Länder hängt bis heute am schwarzen Gold, besonders auch in Deutschland. Jahrzehnte war die Kohle und der Tagebau in West- und Ostdeutschland Garant für Wirtschaftswachstum und Profit. Der Wasserdampf der Kühltürme steht für den Energiehunger Deutschlands. Unsere Kohlekraftwerke sind die größten Europas und decken bis heute den Bedarf, gerade auch der Industrie, nach billigem Strom. Politik und Wirtschaft waren sich bislang einig. Deutschland braucht Strom aus Kohle, trotz der hohen CO2-Emissionen. Genau dieses Verbrennen fossiler Brennstoffe müsste aber drastisch herunter, aus Klimagründen. Das heißt dann aber Verzicht auf Gewinne, Abbau von Arbeitsplätzen. Die fossilen Schätze einfach in der Erde zu lassen, klingt einfach. Aber um wie viel geht es genau? Wenn wir alle fossilen Brennstoffe verfeuern, Gas, Öl und Kohle, dann wären das 10.000 Milliarden Tonnen CO2. Die globale Temperatur würde bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als 5 Grad steigen. Wissenschaftler verfolgen das Ziel, die Erde bis höchstens 2 Grad aufzuheizen. Das wäre gerade noch zu verkraften. Dafür müsste erheblich weniger verfeuert werden. Nämlich 1.000 Milliarden Tonnen CO2. 90% der Brennstoffe müssten in der Erde bleiben. Manche Staaten müssten also auf Gewinne verzichten, die sie lange eingeplant haben. Für die großen Energieversorger wie etwa RWE, Europas größtem CO2-Emittenten, hätte Verzicht auf Kohle dramatische Konsequenzen. Länder wie Kanada oder die USA müssten auf unrentable Ölförderung verzichten, auf Rohstoffe, die sie vom Energieimport unabhängig machen. Der Verzicht wäre auch das Aus für das sogenannte Fracking, eine Methode mit Chemie aus Gestein, Öl und Gas herauszuwaschen. Ein Staat zeigt mit dem Finger auf den anderen. Wissenschaftler haben daher errechnet, wo es noch rentabel ist, die erlaubte Restmenge an fossilen Brennstoffen zu fördern. Es müssten im Boden bleiben 35% aller Ölreserven, 52% des Erdgases und 88% der Kohle. Für einzelne Länder wäre der Verlust allerdings sehr unterschiedlich.
In Kanada müssten 75% des Öls in der Erde bleiben. Hier ist es weniger rentabel, Öl zu fördern, als im ölreichen Nahen Osten, wo nur 38% des Öls ungenutzt bleiben müssten. China muss 77% seiner Kohle in der Erde lassen. Deutschland sogar 89%. Bei den absoluten Zahlen aber sieht man, wer besonders betroffen ist. Kanada muss auf viel weniger verzichten als die Ölstaaten. Und China muss dreimal mehr Kohle im Boden lassen als Deutschland. Die deutschen Energieversorger wissen das und wollen in Paris den Druck auf China weiter erhöhen. Die deutschen Lobbyisten werden versuchen, China zu mehr Opfern zu zwingen, um die eigenen Verluste klein zu halten. Es geht um Zehntausende Arbeitsplätze. Unternehmen wie RWE, der zweitgrößte Energiekonzern Deutschlands, stehen vor einem Abgrund. Der einstige Börsenliebling ist heute ein Risikounternehmen. Für die Energieversorger stehen die Zeichen auf Sturm. Was Analysten längst wissen und die Aktionäre ahnen, spricht RWE-Konzernchef Peter Therium offen aus. Meine Damen und Herren, wir sind in einer schwierigen Phase. Die Frage ist, wie ernst ist die Lage? Und reden wir nicht drum herum. Die Lage ist sehr ernst. Die deutschen Kohleunternehmen haben in der Politik Verbündete, wie den ehemaligen Vizechef der Gewerkschaft Bergbau und Chemie. Natürlich müssen wir an der CO2-Schraube drehen. Da beißt keine Maus im Faden ab. Aber wenn wir nur ausschließlich allein CO2-Ziele benennen und dabei die falschen Maßnahmen angehen, dann werden wir die schleichende Deindustrialisierung Deutschlands, wie sie in England stattgefunden hat, in anderen europäischen Staaten stattgefunden hat, sehr, sehr deutlich erleben. Und dann ist die Basis des Wohlstandes, aus dem wir gute Renten, aus dem wir gute Sozialleistungen bezahlen, aus dem wir die Infrastruktur, so gut, so schlecht sie ist, bezahlen, dann werden wir das nicht mehr leisten können. Die Kohlelobby weiß, was in Paris auf dem Spiel steht. Global das Weltklima, national das Aus großer Energieversorger, die deutsche Energiewende verschlafen haben. Die konventionellen Energieversorger bekommen zunehmend Druck, denn der Energiemix verändert sich. Die Zukunft gehört eher den erneuerbaren Energien und unser Land leitete weltweit einzigartig sogar die Energiewende ein. Nun, das sieht man auch auf dieser Karte, sie stammt von German Watch und zeigt die Nationen, die sich besonders engagieren in Sachen erneuerbarer Energie. Die sind hier grün markiert. Man sieht, da ist Europa dabei und natürlich Deutschland. Denn unser Land gilt in der internationalen Gemeinschaft schon seit 20 Jahren als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Berlin 1995. Ein Drahtseilakt als Symbol für die Rettung des Klimas der Erde. 620 Meter lang ist das Seil, zwischen Fernsehturm und Berliner Dom, 50 Meter über dem Boden. Bei der ersten Klimakonferenz vor 20 Jahren die Attraktion im Rahmenprogramm des Klimagipfels. Den Balanceakt zum Klimaretten startet die Konferenzpräsidentin. Deutschlands Umweltministerin Angela Merkel fordert die Welt heraus. Dem ersten Schritt muss dringlich ein zweiter Schritt folgen. Nämlich eine Verschärfung der Verpflichtungen und Aussagen für die Zeit nach dem Jahr 2000. Wir halten, das will ich noch einmal ausdrücklich hier für die Bundesregierung und für mich selbst gesagt haben, an dem Ziel fest, bis zum Jahr 2005 den CO2-Ausstoß gegenüber 1990 um 25% zu senken. Eine echte Herausforderung. Wobei 10% sind ja schon geschafft, als Kanzler Kohl das verspricht. Durch den Zusammenbruch der schmutzigen DDR-Industrie. Die restlichen 15% sollen die erneuerbaren Energien bringen. Seit Mitte der 1980er Jahre drehen sich in Deutschland Windräder. Und Photovoltaikmodule erzeugen Strom aus Sonne. Die Energiewende ist angeschoben. Richtig Schwung bringt das unter Rot-Grün beschlossene erneuerbare Energien-Gesetz. Hans-Josef Fell hat es mitverfasst. Es ermöglicht einfachen Bürgern, ihren eigenen Strom zu produzieren. Die deutsche Energiewende geht nicht von den mächtigen Stromkonzernen aus, sondern vom Volk.
Es ist im Wesentlichen eine zivilgesellschaftliche Bewegung. Wir haben die Garagenbastler gehabt, die die ersten Windräder in ihren Garagen gebaut haben und dann später zu einem riesengroßen Unternehmen geworden sind. Wir haben die ersten Photovoltaikmodule auf den Dächern gehabt von Leuten, die wirklich kaum Geld hatten und in Zeiten, als sie sehr, sehr teuer waren. Die Erneuerbaren werden schnell billiger. Und Deutschland exportiert nicht nur Technik, sondern auch sein Erneuerbare-Energien-Gesetz in die ganze Welt. Alle schauen auf die Industrienation, die mit grünem Strom sogar in der Krise den wirtschaftlichen Aufschwung schafft. Visionen von einer Welt ganz ohne fossile Energieträger werden wach. Weltweit gibt es eine richtige Bewegung in dieser Richtung, von San Francisco, Vancouver bis Sydney, bis Doha. Oder ganze Nationen haben diesen Weg 100% erneuerbare Energien eingeschlagen. Manche haben sogar schon erreicht, wie Costa Rica, 7 Jahre früher als geplant. Insofern, diese Bewegung ist stark, auch in Deutschland. Deutschlands mutige Schritte in Richtung Energiewende machen aber auch Angst. All denjenigen nämlich, die den Anschluss verpasst haben. Industrievertreter setzen die Regierung unter Druck. Und die macht Zugeständnisse. Bei Kohlestrom genauso wie beim Auto. Wir werden auch verhindern, dass es eine generelle Reduktion gibt. Jedenfalls werde ich mit aller Kraft, die ich habe, dagegen anlaufen. Im nächsten Moment dann aber wieder vollmundige Versprechungen. Ich sage noch einmal, wenn wir den Klimaschutz als einen Faktor ernst nehmen, dann haben wir an bestimmten Stellen aber auch keine Option, sondern müssen wir die Reduktionsziele auch umsetzen. Doch die Energiewende geht nur noch schleppend voran. In klimarelevanten Bereichen wie Altbausanierung und Verkehr bewegt sich wenig. Statt Elektroautos kommen immer größere Benzinfresser und Luftverpester auf die Straße. Die deutsche Solarbranche wird von China überrollt. In Deutschland gehen 70.000 Arbeitsplätze verloren. China steigt zum Weltmarktführer auf. Die deutsche Führungsposition beim Klimaschutz wankt. Seit nun auch noch die hochgesteckten Klimaziele in Gefahr sind. Wenn wir diese Vorreiterrolle nicht machen, andere tun es. Und sie werden dann die Märkte erobern, die heute noch von VW oder von den Gasturbinen von Siemens besetzt werden. Die Welt erwartet in Paris, dass Deutschland weiter vorangeht. Nicht nur durch Reden. Mit der Natur kann man nicht verhandeln. Wenn wir die Belastungsfähigkeit unserer Erde überstrapazieren, werden wir auch unseren Wirtschaftssystemen die Grundlage entziehen. Wir haben doch schon die Effekte. Wir können doch gar nicht mehr akzeptieren, dass es noch weitergeht. Wir bräuchten eigentlich eine wirkliche, offensive Klimaschutzpolitik, die anstrebt, die Erde wieder abzukühlen, statt die Erde in noch weiteres Fieber hineinzutreiben. Und da sehe ich eben keine Aktivitäten von Frau Merkel. Der Drahtseilkünstler von Berlin hat 1995 auf halber Strecke aufgeben müssen. Die klimatischen Bedingungen waren zu widrig. Heute ist die Situation eine andere. Wer in Paris nicht durchläuft, stürzt irgendwann ab. Nun, abstürzen wollen wir nicht. Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, und zwar jenseits aller Klimaverhandlungen, den Ausstoß der Klimagase von 1990 bis 2020 um 40% zu senken. Nun, wenn man sich das mal anschaut hier, das ist der rote Balken. Wir müssen also da landen. Wir haben schon einiges gemacht, aber wenn wir so weitermachen, erreichen wir dieses Ziel nicht. Also da müssen wir noch mehr machen. Nun, was sind die Optionen? Zum einen, wir müssen immer noch weiter die Energielandschaft umbauen, zum Beispiel viele Kohlekraftwerke abstellen. Aber es gibt auch die ein oder andere Maßnahme, da können Sie mithelfen. Wir haben für Sie mal so ein paar Vorschläge zusammengestellt. Die Deutschen sollen weniger Treibhausgase in die Luft blasen. 1990 waren es pro Kopf 15,7 Tonnen jährlich. Die sollen sinken auf 9,4 Tonnen bis zum Jahr 2020. Gegenwärtig liegen sie aber noch bei 11,4 Tonnen. Im Schnitt also noch 2 Tonnen Klimagase zu viel für jeden Deutschen. Könnte man diese 2 Tonnen komplett im eigenen Haushalt einsparen? Willkommen beim CO2-Rechner.
Mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes haben wir das im Internet mal durchgespielt. Am Beispiel einer vierköpfigen Familie mit Einfamilienhaus. Die Aufgabe, 2 Tonnen Klimagase weniger pro Person. Unsere erste Taktik. Bei Heizung, Strom, Auto und Ernährung überall ein bisschen rausholen, um in der Summe zum Erfolg zu kommen. Noch 2 Tonnen bis zum Ziel. Erfassung starten. Heizung und Warmwasser. Hier bringen weniger Duschen, der Einbau von Wasserspararmaturen und der Umstieg von Kippfenster zur Stoßlüftung schon erste Erfolge. Noch mehr bringt die Senkung der Raumtemperatur auf 20 Grad und die Erneuerung der alten Gastherme durch einen modernen Brennwertkessel. Noch 1,5 Tonnen bis zum Ziel. Stromverbrauch. Unsere Familie stellt um auf LED-Lampen und tauscht einige alte Haushaltsgeräte gegen neue, energieeffiziente Modelle. Da sinken nicht nur die Stromkosten. Noch 1,3 Tonnen bis zum Ziel. Privatfahrzeug. Unsere Familie verzichtet noch nicht aufs Auto, aber der Vater fährt 4000 Kilometer im Jahr weniger. Zumindest für ihn eine sehr effektive Maßnahme. Noch 0,5 Tonnen bis zum Ziel. Ernährung. Unsere Familie stellt von fleischbetonter auf fleischreduzierte Kost um. Und sie konsumiert mehr regionale, mehr saisonale und mehr Bio-Lebensmittel. Das bringt den endgültigen Erfolg. Klasse, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir machen aber noch die Gegenprobe. Kann man statt mit vielen kleinen auch mit wenigen großen Schritten 2 Tonnen weniger Emissionen erreichen? Es geht zum Beispiel im Bereich Heizung, eine neue Pelletheizung und beim Strom, der Wechsel auf einen unabhängigen Ökostromanbieter. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Privatfahrzeug. Diesmal verzichtet die Familie komplett aufs Auto. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Flugverkehr. Auch eine Fernreise mit dem Flugzeug weniger pro Jahr, etwa nach New York, bringt alleine schon so viel, dass es heißt: Klasse, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nun, die große Klimakonferenz in Paris ist eine Chance. Wir könnten nämlich beweisen, dass alle Nationen zusammen das wirklich Wichtige erkennen, Prioritäten setzen und auch noch handeln. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das auch in anderen Bereichen. Nun, das Thema ist wichtig und nach WDR aktuell nimmt sie mein Kollege Carsten Schwanke mit nach Vancouver. Diese Stadt im Westen Kanadas hat sich nämlich vorgenommen, die grünste Stadt der Welt zu werden. Also bleiben Sie dran und mir bleibt nur noch zu sagen, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss.